Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Playa-Webinar zu unserer Marke Hilton. Wir werden in circa 1 bis 2 Minuten anfangen. Ich warte noch auf die letzten Teilnehmer und dann geht es auch gleich los. Wenn ihr Fragen habt vorab, einfach gerne in den Kommentarsektion schreiben und ich werde dann später nach der Präsentation darauf eingehen. Ihr habt dann nochmal circa ein 8-Minuten-Video, wo ich euch auch nochmal unsere Funktion zu Playa Rewards, zu unserer Belohnungsplattform erkläre. Und in den 8 Minuten werde ich dann einen Teil eurer Fragen schon mal beantworten. Ansonsten kommt gerne am Ende der Präsentation nochmal auf mich zu. So, dann legen wir auch schon los. Mein Name ist Björn Nadolski. Ich bin der BDM für Playa Hotels & Resorts und Ansprechpartner für den Dachmarkt. Heißt also, wir haben Häuser in der Dominikanischen Republik, Mexiko und Jamaika und ich bin hier für den deutsch-österreichischen und Schweizer Markt, um euch eure Fragen und eure Probleme zu beantworten. Zu Playa. Die allererste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wieso Playa? Bei uns ist unserer Meinung ist es, All-Inclusive sollte immer die Erwartungen übertreffen. Hierfür haben wir dann natürlich nicht nur unerwarteten Luxus in der Form von innovativen Swim-Up-Suiten, die natürlich auch Oceanfront liegen, authentische Restaurants, ne, die wirklich den Zeitgeist vor Ort wiedergeben und erstklassige Spas generell. Also heißt immer auf Sternenniveau und hier werdet ihr wirklich auf eure Kosten kommen. Immer bei unseren Resorts haben wir 6 bis 10 Kabinen vor Ort, heißt also auch hier keine Wartezeiten scheuen, einfach am besten Tag vorher reservieren, da kriegt ihr auch die Wunschzeit, die ihr gerne haben möchtet. Atemberaubende Kulissen direkt am Meer gehören bei uns zu unserem Portfolio immer dazu. Genauso die lebendige Kultur werden wir auch gleich nochmal sehen. Live-Unterhaltung ist jeden Abend gegeben und vieles mehr, das in jedem von unseren Playa Resorts. Unbegrenzte Gourmet-Menüs à la carte heißt also hier gar keine Reservierung, bis auf je Teppanyaki zum Beispiel, weil da natürlich wegen der Sitzplatz, wenn der Platzanzahl es nur bedingt möglich ist. Ansonsten könnt ihr natürlich in all unseren Resorts jederzeit alles essen, könnt auch immer wieder kommen. Also heißt, wenn ihr erst beim Italiener wart, könnt ihr auch gerne danach zu unseren Franzosen gehen. Das ist gar kein Problem. Das ist alles inkludiert und steht euch zur freien Verfügung. Unbegrenzte Anzahl an Getränken von internationalen und nationalen Spirituosen natürlich ebenfalls. 24 Stunden Zimmerservice gehört ebenfalls zu unserer Palette, ist aber hier nicht in All-Inclusive inkludiert und heißt, hier müsste dann also die Servicegebühr von $5 entrichtet werden. In unseren Familienresorts haben wir zusätzlich immer noch unsere Kids- und Teens-Clubs für 13- bis 17-Jährige und 4- bis 12-Jährige. Dann kommen wir auch schon zu unseren Marken. Hier habt ihr einmal unseren Überblick. Wir konzentrieren uns ja heute vor allen Dingen auf die Hilton-Marke. Dennoch habt ihr gehört, unsere 4-Sterne-Marken, es ist das Cedars Cancun Family Resort und das Wyndham Altra. Zur 4,5- bis 5-Sterne-Kategorie gehören dann unser Jewel Resorts Jamaica und das Tapestry Collection bei Hilton. Zu den Upper Class Resorts, zum Upper Class Marken gehört natürlich Hilton und Hyatt. Siva und Zilara sind da unsere Eigenmarken sogar. Und unsere Sahnehäubchen ist das All-Inclusive bei Marriott Bonvoy, ehemals Century Cap Cana. Dann kommen wir auch schon einmal zu unserer Auflistung. Wir fangen heute an mit dem Hilton Playa del Carmen, werden also in Mexiko starten und werden dann auch relativ schnell zu unserem Yucatan Resort gehen. Das befindet sich ebenfalls in Playa del Carmen, kleines Boutique-Hotel und werde ich gleich auch nochmal eingehen. Danach machen wir den Schlenker rüber zur Dominikanischen Republik und starten dann mit dem Hilton La Romana Edelside und dem Hilton La Romana Family Side und werden dann unsere Präsentation mit dem Hilton Rose Hall ausklingen lassen. Hilton Playa del Carmen, einer meiner persönlichen Favorite, wie man ganz klar sehen kann, mehrere schöne USPs. Zum Beispiel das eine ist, dass wir direkt Strandlocation haben mit Stadtnähe vereint. Heißt also, das ist hier nicht wie in Cancun, wo die ganze Arbeitergemeinschaft zusammen in der Altstadt wohnt und circa 20 bis 30 Minuten Autofahrt entfernt ist, sondern hier wohnt man tatsächlich lebt man tatsächlich in der mexikanischen Stadt. Heißt also, hier erlebt man wirklich was vom mexikanischen Zeitgeist mit.
Dementsprechend, 2 Minuten von unserer Lobby entfernt, befindet sich die Fifth Avenue. Die Fifth Avenue ist die Einkaufsmeile in Playa de Carmen. Alle Leute, die drumherum mit den Resorts wollen, kommen immer wieder denn nach Playa de Carmen getingelt, um dort ihre ganzen Shopping-Tours zu machen, aber auch um Medikamente zu kaufen, um abends in eine Disco zu gehen. Ne? Das ist dort alles möglich. Von Apotheke bis Nachtclub ist dort alles auf circa 1,5 Kilometern verteilt. Zusätzlich, wenn wir in unserem Hilton Playa de Carmen übernachten, haben wir nicht nur ein Stay in One, Play in Two, sondern sogar in zwei anderen Resorts ist es möglich. Heißt, genau gegenüber auf unserem Hilton Playa de Carmen, hier sieht man einmal die Abgrenzung, das ist der Bereich für das Hilton Playa de Carmen. Und direkt nebenan haben wir unser Wyndham Alltra Playa de Carmen, unsere 4-Sterne-Marke, wie eben schon besprochen. Haben wir hier nochmal die Möglichkeit, eben nochmal drüber zu gehen. Von der Lobby zur nächsten Lobby läuft man circa 2 Minuten. Und wenn einem halt abends das Abendprogramm, die Live-Unterhaltung nicht gefällt, weil man selber kein Saxophonist ist, weil man selber gar keine Lust auf klassische Musik vielleicht hat, dann geht man einfach rüber und hört sich da die mexikanische Mariachi-Band an. Des Weiteren, wie gesagt, das Yucatan Resort liegt ebenfalls in der Stadt und ist circa 5 Minuten von dem Hilton Playa de Carmen entfernt. Werden wir gleich nochmal dazu kommen. Ganz wichtig aber zu wissen, wie gesagt, auch dort ist es möglich, für Hilton-Gäste einfach reinzugehen und eben oben die Rooftop-Bar mit zu benutzen. Dann kommen wir auch schon zu den Eigenheiten im Hotel. Rechts zum Beispiel haben wir ganz offensichtlich unseren großen herzförmigen Rasen. Der ist natürlich ganz klar auch für Hochzeiten angelegt, für bis zu 200 Pax. Wenn Sie also mal eine große Hochzeit organisieren müssen, ne, wäre das Hilton denn die richtige Wahl? Ansonsten wird hier jeden Morgen von 8 bis 10 Uhr auf diesem Rasen ein Fitnessparcours aufgebaut. Kann man jeden Tag sehen. Alle Leute, die im Buffet sitzen, können dann dazu gucken. Heißt also, man kann gleich morgens seinen Sport machen und um 9:30 sitzt man mit allen zusammen beim Frühstück. Ist eine sehr schöne Sache, habe ich nicht in jedem Hotel bisher gesehen und daher finde ich, sollte man das auf jeden Fall mal mitgemacht haben. Hier haben wir einmal unsere Aufteilung für das Hilton Playa del Carmen. Links natürlich ein Großteil unserer Restaurants neben der Lobby, auch natürlich unser Grab and Go Coffee Shop. Aber natürlich auch rechts vorne am Strand haben wir auch noch zwei, drei Imbissmöglichkeiten, damit man halt nicht diesen langen Weg von 5 Minuten bis zur Lobby nochmal laufen muss. Dann kommen wir zu unseren Zimmern und hier habe ich euch die Junior Suite Oceanfront mitgebracht. Die Zimmer sind alle etwas größer gestaltet, haben immer einen Jacuzzi im Zimmer, also es ist nicht nur eine All-Suite-Unterkunft und fängt mit Junior Suite an, sondern es ist auch eine All-Jacuzzi-Unterkunft. Natürlich auch hier ganz offensichtlich ein großes King-Size-Bett und dazu eine ausklappbare Couch. Und unsere Badezimmer im Hilton sind immer mit Doppelwaschbecken ausgestattet, sodass man hier morgens also auch kein Zeitverlot hat und eine halbe Stunde warten muss, bis der Partner fertig ist mit seinen Morgentätigkeiten. Rechts haben wir dann nochmal einen wunderschönen Ausblick auf den Strand. Oceanfront, natürlich eine unserer Sahnehäubchen. Circa 25 Zimmer haben wir davon. Wer also dort eins buchen möchte, sollte das ein halbes, dreiviertel Jahr im Voraus machen und sich auch auf eine eventuelle Enttäuschung gefasst machen. Denn diese Zimmer sind wirklich sehr beliebt. Wie ihr sehen könnt, alle unsere Balkone oder Terrassen haben immer eine Hängematte dazu. Und ich selber habe auch vor Ort und habe gesehen, die Leute haben es gerne genutzt. Dann haben wir hier auch noch einmal die Junior Suite Swim Up Oceanfront. Sieht man natürlich jetzt nicht sehr viel von der Swim Up, wie man da vorne sehen kann, aber man kann sich es ungefähr denken. Ein kleiner Pool und dazu dann noch die Cabanas, die stehen ebenfalls den Zimmern zur Verfügung. Also ein wirklich runder Aufenthalt. Und von der Oceanfront Swim Up haben wir sogar nur 20 Zimmer. Dann kommen wir zu unseren Hochzeiten. Wie ich schon erwähnt habe, nicht nur auf dem Rasen ist es möglich, sondern auch zum Beispiel hier auf unserer kleinen privaten Terrasse für bis zu 50 Pax. Und am Strand ist es ebenfalls möglich für bis zu 100 Pax. Dann kommen wir zu einem meiner persönlichen Highlights und einem Must-Do, wenn du selber mal im Hilton oder auch in Mexiko bist. Der Inan Spa hat nämlich das Temazcal. Als ich das gesehen habe, diese Schwitzhütte, war ich gleich ganz fasziniert und habe gefragt. Und um es kurz zu machen, Leute, die schon mal in der Türkei waren und das Hammam benutzt haben, wissen ungefähr, wovon ich rede. Es ist ein traditionell mesoamerikanisches Steindampfritual. Heißt also hier, die Dame, die ihr rechts unten sitzen seht in weiß, ist eine offizielle Schamanin, ist nicht angestellt beim Hotel und dementsprechend muss man das wie Teppanyaki behandeln. Bitte 24 Stunden vorher kommunizieren, am besten gleich bei der Buchung.
Die Dame ist nämlich für mehrere Resorts zuständig und wenn natürlich am gleichen Tag eine Buchung ist, dann wird das nicht stattfinden. Es ist jedenfalls auch nur möglich von 8 bis 10 Uhr morgens, weil einfach die tropischen Temperaturen es sonst nicht zulassen und wir dann mit der Gesundheit unserer Gäste spielen, ne? Thema Herz-Kreislauf-System. Also am morgens eine Durchführung gibt es, 90 Minuten ist das insgesamt. Davon sind 45 Minuten mit ihr dieses Steindampfritual, wie man sehen kann. Man sitzt auch nicht 45 Minuten komplett drinnen, ne? Also nochmal Glück gehabt. Natürlich geht man immer wieder raus und nachdem man 45 Minuten seine Seele behandelt hat, haben wir noch dann in unserem Inland-Spa eine 45-minütige Ganzkörpermassage. Das fängt also morgens um 8 an, man ist um 9:30, 10 ungefähr fertig und kann sich dann noch einfach ins Zimmer sein Frühstück bestellen lassen. Wir haben da sogar diese Mystery Doors extra angebracht durch Corona. Heißt also, morgens müssten sie sich dann nicht mal umziehen, sondern können einfach warten, bis das rote Lämpchen leuchtet und dann wissen sie, ihr Frühstück ist schon da. Dann kommen wir hier, apropos Essen, gerade zu unseren Restaurants. Natürlich, Französisch, Italienisch können wir auch anbieten. Mein persönlicher Favorit ist natürlich rechts das Chefsplate. Das Chefsplate ist genau wie Teppanyaki ein Etablissement, wo man vorher reservieren muss. Es sind circa 25 Tische, 25 Sitzplätze nur zur Verfügung. Und hier wird man tatsächlich vom Chefkoch höchstpersönlich bekocht. Gerade für eine Silberhochzeit, für einen Hochzeitstag, für einen Geburtstag, Sie können es nennen, ist das auf jeden Fall das Must-Do. Es ist wirklich sehr schön. Wir hatten auch selber nur einmal die Möglichkeit, dort essen zu gehen, weil es halt so privilegiert ist, dass alle das machen wollten und es lohnt sich. Es ist inkludiert in dem All-Inclusive-Paket, heißt also am besten einmal vorher gleich bei der Buchung reservieren, dann habt ihr es auch garantiert einmal erlebt. Dann kommen wir hier auch schon zum Abschluss für den Hilton Pleite, kamen mit einem kleinen Video. Und dann geht es auch schon weiter mit unserem Yucatan Resort. Unser kleines Boutique-Hotel mit 60 Zimmern und direkt an der Fifth Avenue gelegen. Wirklich sehr schön, sehr modern gehalten, ne? Alles sehr schick. Und hier das ganz große USP ist oben unsere Rooftop-Bar mit kleinem Infinity-Pool für bis zu 10 Personen im Pool. Und die Bar, wie gesagt, kann auch von anderen mitbenutzt werden. Für Hilton-Gäste ist das im Preis inkludiert. Wer als Yucatan-Gast gerne sagt, ich möchte mir mal das Hilton Playa del Carmen anschauen, für den ist das durchaus möglich. Eine Tagespauschale von $60 wird da in der Regel genommen. Dazu hinzukommt. Oben natürlich, wie gesagt, nicht nur das Etablissement, sondern auch noch zwei Restaurants haben wir da, ein Chinesen und ein karibisches Restaurant. Und unten in der Lobby wird dann auch immer morgens gefrühstückt. Wie gesagt, Boutique-Resort im begehrtesten Teil der Stadt, nämlich der Fifth Avenue. Kunstdesign und Kombination mit den Suiten, das werden wir gleich nochmal sehen. Alles sehr modern gehalten, wirklich trächtig. Und dieses Resort ist auf jeden Fall für Leute gedacht, die City-Hopping betreiben oder selber die Insel Cozumel besuchen möchten. Wir haben gerade das Hilton Playa del Carmen gesehen und links neben dem Strand war dann die Abfahrtsort für die Insel Cozumel. Für Hilton-Gäste also innerhalb von 5 Minuten erreichbar und wer im Yucatan-Resort übernachtet, läuft circa 10 Minuten, ein bisschen sogar die Fifth Avenue runter, kann auch ein, zwei Sachen shoppen oder was zu trinken kaufen und kann dann runter zur Abfahrtsort gehen. Hinzu kommt natürlich, was wir in unserem Yucatan Resort noch anbieten, ist unser toller Spa. Ne? Nicht nur für Brautpaare, sondern auch für Sportler und für die Mutterschaft haben wir da spezialisierte Angebote. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Infinity Rooftop Pool, wie ich eben erwähnt habe, jeden Samstag haben wir hier auch einen Live-DJ. Wie gesagt, wer möchte, wer lieber andere Unterhaltung möchte, geht einfach die Fifth Avenue hinunter. Deswegen bieten wir deswegen auch nur Samstag etwas an, weil in der Regel alle Gäste abends sich draußen bewegen. Und ansonsten natürlich hier, wie ich schon gesagt habe, All-Inclusive Plus kann man eben auch das Schwesternresort Hilton Playa del Carmen mit benutzen. Hier haben wir dann einmal oben links die Grab-and-Go Coffee Bar. Hier wird natürlich auch ein Teil davon dann morgens umgebaut fürs Buffet. Wie gesagt, das ist nicht groß. Auch morgens sitzen alle Gäste zusammen von 8 bis 10 Uhr. Ist eine sehr nette Erfahrung. Und hier hat man halt immer die Möglichkeit, sich ein kühles Getränk oder eine Kaffeespezialität seiner Wahl zu genehmigen. Rechts unten haben wir dann unsere Rooftop Bar. Sie heißt tatsächlich auch nur Rooftop Bar. Es gibt keinen Namen. Ich war auch erst verwirrt, aber
Das ist halt da der hippe Place an der Fifth Avenue. Viele Gäste kommen auch so mal gerne dort vorbei, wie gesagt, und sind gerne bereit, den Eintritt zu zahlen. Man behält das aber sich vor für die Hotelgäste, heißt also auch hier nur in begrenzter Möglichkeit für die anderen Gäste außerhalb hier teilzunehmen. Dann kommen wir auch schon zu unseren Zimmern. Hier habe ich einmal den Standard King mitgebracht. Wie man sehen kann, hochmodern eingerichtet. Immer noch eine Möglichkeit selber zum Sitzen und zum Dinieren. Also, und unsere Bäder, wie ihr sehen könnt, sind immer mit Doppelwaschbecken ausgestattet und auch einer freien Dusche. Dann kommen wir zu unserem Superior Doppel. Ideal natürlich für getrennte Paare, für Singles oder eben für Familien mit Kindern ideal. Auch einen kleinen Balkon gehört nämlich zu der Ausstattung und immer natürlich ein großer Flatscreen-Fernseher, gar keine Frage. Dann kommen wir auch schon zu unserem Abschluss mit der Mexiko und gehen rüber zu unseren Partnern-Resorts in die Dominikanische Republik. Hier landen wir dann im Hilton La Romana. Hier haben wir einmal die Edit Side und hier haben wir einmal die Family Side. Die Family Side war damals, wo gibt es schon länger als die Edit Side. Das war bis 2019 noch das Dreams La Romana. Haben wir dann aufgekauft, haben die Edit Side dazu gebaut und damit eben nochmal 400 neue Zimmer geschaffen. Und auch hinten, wie ihr sehen könnt, vielleicht haben wir auch einen Aquapark jetzt seit 2021. Hier haben wir einmal ein paar Key Features. Ne? Wichtig zu wissen ist, dass es ca. 45 Minuten vom Flughafen Punta Cana entfernt ist. Der kleinere Flughafen in La Romana wird nicht angeflogen. Ne? Die nächste Möglichkeit wäre dann hinter Santo Domingo und würde etwas länger dauern als über Punta Cana. Nimmt also am besten immer die Tour. Für Adults Only haben wir insgesamt 350 Zimmer und auch hier natürlich 24 Stunden Zimmer und Concierge Service für die Suiten. Ne? Aber es wird natürlich eine kleine Gebühr für die Standardkategorien anfallen. Wie gesagt, höhere Kategorien, dazu gehören natürlich auch unsere schönen Zimmer-Suiten, haben diesen Luxus immer inkludiert. Strand-, Land- und Wasseraktivitäten sind immer natürlich bei unseren Playa-Hotels mit inkludiert, genauso hier im Hilton. Und natürlich sowas wie Riesenschacht, Tanzunterricht, ne? Oder auch Spanischunterricht bieten wir auch in unseren Resorts generell an. Planschen im brandneuen Wasserpark mit rasanten Röhrenrutschen und einen schönen, entspannenden Lazy River ist das, was mir Spaß gemacht hat. Ich war selber dort, ich sollte es mal testen und kam nach 3 Stunden wieder und habe gesagt, es war genial. Die Kinder haben da wirklich jeden Tag von 10 bis 17 Uhr den Spaß ihres Lebens und Mama und Papa können sich selber an den Pool legen oder können selber mal irgendwie in den Spa gehen für 3, 4 Stunden, ohne dass sie Angst haben müssen, dass irgendwas passiert. Es sind genug Bademeister da. Als ich selber dort war, habe ich 7 Bademeister in Aktion gesehen für diese kleine Area war das wirklich ausreichend, gerade hinten bei den Lazy Rivers, wo es ja manchmal sich doch etwas verliert und man dann doch etwas die Kinder aus dem Augen verliert. Da hat man extra so eine Buchten gebaut, sage ich mal, ne, wo dann die Bademeister hin und her gelaufen sind und eben auch die toten Winkel wunderbar im Auge hatten. Es wurde regelmäßig angepfiffen, ne, es war schon fast nervig für mich als Erwachsener, aber es war alles noch im Rahmen und es hat mir gezeigt, die Leute vor Ort haben ihren Job sehr ernst genommen und haben halt die Sicherheit der Kinder an erster Stelle gestellt, so wie es ja auch sein soll. Im Fitnesscenter haben wir ebenfalls mit Cardio- und Krafttraining und 8 Restaurants auf dieser Seite. Hinzu kommt natürlich noch die Family Side. Edit Side und Family Side dürfen von allen Erwachsenen über 18 beider Seiten benutzt werden. Kinder unter 18 bitte auf der Family Seite bleiben. Es ist nicht immer direkt ersichtlich, aber es wird auf beiden Seiten jeweils mit einem Schild gekennzeichnet. Darauf wird man auch noch mal immer wieder vom Personal aufmerksam gemacht. Dann kommen wir auch schon zu unseren Zimmern. Und hier haben wir dann einmal unser Garden View. Und den Garden View, wie man ganz klar sehen kann, mit einer wunderschönen Terrasse, noch einer kleinen Living Area dazu und nebenan dann noch das Schlafzimmer. Ideal natürlich auch hier wieder für drei Familienmitglieder. Dann können die Kinder oder auch für 4 können auch die Kinder halt hier auf der Couch schlafen. Eine große Essensmöglichkeit gibt es hier auch, um auch hier auf das Buffet morgens zu verzichten. Auf der Family Side kommen wir dann einmal auch wieder 45 Minuten entfernt. Natürlich, es ist der gleiche Eingang, nur 5 Meter weiter. Insgesamt 412 Zimmer haben wir hier und auch hier natürlich noch ein etwas größeres Angebot für die Family Side. Gerade was Restaurants angeht, haben wir nämlich 11 auf dieser Seite. Hinzu kommt natürlich noch der Kids Club und die Teen Zone, die sich beide natürlich hier auf der Seite befinden. Und keine Sorge für die Erwachsenen, die Kids Clubs und Teen Zones befinden sich auch nicht direkt an der Grenze, sondern weit rein in den Family-Bereich, so dass man also auch hier am Haupt nicht das Gefühl hat, von Kindern überrannt zu werden. Das ist sowieso generell im La Romana nicht der Fall, weil wie gesagt, von 10 bis 17 Uhr hat der Wasserpark auf und die meisten Kinder sind dann alle da.
Dann kommen wir hier auch schon einmal zur Aufteilung. Die Aufteilung hattet ihr einmal gesehen. Ungefähr hier in der Mitte neben dem Mickey Mouse, das ist unser Aces Pool, ne, geht dann die gedachte Linie lang. Und rechts, wie gesagt, haben wir insgesamt zwei Pools und auf der Family Side haben wir ebenfalls nochmal zwei Pools. Und oben links haben wir dann den Wasserpark. Den werde ich euch auch gleich nochmal, ne, genauer zeigen. Unten, was ihr sehen könnt, ist einmal unsere Restaurant Area. Hier haben wir insgesamt drei Restaurants. Hier kann man auch morgens als Premium-Gast frühstücken. Mittag und Dinner ist für alle da. Dann hier einmal die Aufteilung oben links, unser wunderschöner Wasserpark. Auch hier natürlich ein Kinderplanschbecken. Und was man jetzt hier nicht sehen kann, sind die Foodtrucks, die dann dort immer parken und auch hier eben Burger, Pommes und Pizza und Co. anbieten, dass die Kiddies also auch in Badeanzügen auch vor Ort Mittag essen können, ohne wieder durchs Resort rennen zu müssen. Wie ihr sehen könnt, viele kleine Pools und Möglichkeiten, sich zu entspannen. Hier haben wir natürlich auch nochmal eine Unterteilung von für alle und für Premium-Gäste und das werde ich euch gleich auch nochmal erklären. Hier haben wir nochmal einen unserer Zimmer in der Edit-Zeit. Hier natürlich hier für als King-Zimmer ausgelegt, ne? Mit kleiner ausklappbaren Couch, mit King-Size-Bett und auch hier natürlich wieder mit kleinem Bad. Dann hier einmal die Edit-Zeit. Hier unten, was wir sehen können, ist der Oasis-Pool. Rechts ist eher für die Kinder, links ist dann mit der Swim-Up-Bar für die Erwachsenen. Ist aber kein Muss, können also sich alle verteilen, wie sie möchten in dem Resort-Pool. Dann haben wir hier einmal unsere Premium Partial Ocean View King. Auch hier natürlich in mehreren Versionen. Deswegen habe ich euch einfach mal ein paar mit reingeworfen. Die Badezimmer hier natürlich etwas kleiner ausgestattet, weil man hier einfach versucht, möglichst viel Platz zu sparen, um eben auch für die Kinder und für die Erwachsenen eben eine größere Fläche anzubieten. Das wird sehr gut von den Europäern angenommen. Heißt also, das hier ist auch unser Verkaufsschlager im europäischen Raum, denn alle sagen, das Konzept und die Lage des Resorts ist wirklich wunderbar. Man hat hier fast ganzjährig keine Algenbewachsung. Man ist circa 10 Minuten von dem Fischerdorf Bayer Hiebe entfernt und von dort aus gibt es dann immer Bootstouren mit Speedboot, mit Katamaran zu den nahegelegenen Inseln, die auf der wir sind zu unserer gefahren. Circa 4, 5 Stunden Ausflug war das. Ne? Man fährt hin, hat 1,5 Stunden Aufenthalt auf der Insel und wird dann meistens mit Speedboot wieder zurückgefahren. Das ist eine schöne Tour. Man hat den ganzen Tag was zu tun, hat was erlebt, hat mal die Bevölkerung vor Ort gesehen. Und ja, wirklich ein sehr runder Ausflug zu der Insel Saona. Dann haben wir hier einmal unsere Restaurants und auch natürlich auch unsere kleine Saftbar habe ich hier mit reingenommen. Wirklich sehr schick in einem Bootstyle, habe ich mir gedacht, sollte man einfach mal mitnehmen. Das ist natürlich etwas für die Leute am Strand. Hier bieten wir nicht nur Früchte an, sondern auch frisch gepresste Säfte. Und wie man sehen kann, jeden Tag von 11 bis 13 Uhr geöffnet, also genau über die Mittagszeit, um hier einfach nochmal den Familien oder den Kindern vor Ort was anbieten zu können, ohne dass sie ins Restaurant gehen müssen und sich umziehen müssen. Unten rechts haben wir dann einmal unser Buffet. Das kann man jetzt nicht sehen, aber das hier ist dann so, ist dann die Szenerie, in die man sich setzt. Das Buffet ist natürlich auch wie in allen unseren Playa Resorts mit dem gleichen Food and Beverage ausgestattet. Heißt also, auch hier muss man auf nichts verzichten, sondern ganz im Gegenteil, man darf auch seine Erwartungen etwas nach oben schrauben, denn hier wird man nicht enttäuscht. Oben links haben wir dann unser italienisches Restaurant, wirklich wunderbar, Quatsch, unser Steakhouse. Wirklich wunderbare Steaks wurden hier für uns gezaubert. Also kann ich nur empfehlen. Und wer auch noch eine Mark mehr mit hat, kann sich hier für 100 € auch ein wunderbares Tomahawk Steak holen. Oben rechts, ganz klar, Teppanyaki. Brauche ich, glaube ich, nicht viel weiter zu erzählen. Dann kommen wir hier einmal noch zu unserem Spa-Bereich. Und hier muss man ganz klar erwähnen, dass wir eben auch noch mal unten den Beauty-Salon haben. Von Haare schneiden über Nägel lackieren, über einfach mal einen Tag abschalten mit der besten Freundin ist das hier durchaus möglich. Einfach zu uns kommt, ne? Wir ermöglichen Ihnen hier alles. Und wenn man selber schon im Beauty-Salon ist, empfehle ich immer, geht selber noch mal ins Spa-Bereich rein, weil ihr sehen könnt, haben wir hier mehrere kleine Brücken, ne, und kleine Inseln, die übereinander miteinander verbunden sind. Es ist alles sehr verwinkelt, alles sehr verworren. Man kann sich also auch wunderbar in dieser Area verlieren. Ich war selber 2,5 Stunden dort und es kam mir vor wie 1 Stunde. Also man hat hier wirklich sich tiefenentspannen können. Hier haben wir dann einmal unsere Premium Lounge. Wie schon erwähnt, wenn die in den höheren Kategorien bei uns nächtigen, dann sind sie automatisch Premium-Gast. Von einem VIP-Check-In bis zu einem VIP-Check-Out wird man hier natürlich auch nochmal versuchen, ihnen auch mal den Extra-Service zu gönnen. Heißt also, auch hier ist es möglich, zum Beispiel den ganzen Tag über in einer kleineren Buffet-Restaurant zu essen. Insgesamt 8 Sitzplätze gibt es nur und man wird hier vom Personal bedient.
Heißt, natürlich wird einem nicht alles angeboten wie im Buffet, aber man versucht natürlich von allem etwas mit dabei zu haben. Und gerade wenn man morgens, so wie wir dann, morgens um 7:30 Uhr los muss oder um 8 Uhr, ne, geht man erst zum VIP-Check-in, sagt, ich möchte gerne auschecken, gibt alles ab, geht dann rüber zum Buffet und sagt, ich hätte gerne noch einen Kaffee und dies und das. Und dann gehen sie wieder zurück zu der Dame, während die dann schon alles vorbereitet hat in der Reservierungsmaske. Können sie sich also in Ruhe hinsetzen, machen ihren Checkout und in der Zeit wird ihnen ihr Frühstück zusammengetragen. Hat also auch noch mal 5 bis 10 Minuten einfach an Endzeit gespart und war natürlich total wertvoll morgens. Rechts haben wir auch noch mal einen kleinen Meetingraum. Dann kommen wir für den Abschluss für unser Hilton La Romana noch mal zu einem Video. Dann kommen wir auch schon zu unserem Abschluss, dem Hilton Rose Hall. Beim Hilton Rose Hall hat sich in den letzten Monaten wirklich viel getan. Heißt also, hier werde ich vor allen Dingen auf unsere Änderung eingehen. Es ist schon länger das Produkt am Markt und wollte einfach mal erwähnen, dass wir unsere Lobby komplett neu renoviert haben, haben 180 neue Zimmer dazu bekommen und dazu auch natürlich solche Walk-in-Showers, wie wir sie schon gesehen haben, also direkt begehbar, nicht mehr durch eine Badewanne. Fahrstühle wurden auch nochmal auf den neuesten Stand gebracht und neue hinzugebaut. Und unser Pool und die Cabanas wurden auch nochmal ausgetauscht, ne? Wurde alles auf den neueren Stand, auf den neuesten Stand gehoben. Das war soweit, was im Resort abgedatet wurde. Und zusätzlich wollte ich noch einmal erwähnen, dass wir unsere Jerk-Hütte am Beach nochmal ein bisschen erweitert haben. Ne? Wurde nochmal auch aufgehübscht. Unser Fresh-Restaurant, ne? Also gerade was an Vegetarier gerichtet ist, wurde auch nochmal einen neuen Anstrich verpasst. Der Coffee Shop und unser Rum Factory Restaurants haben ebenso einen kleinen Anstrich erlebt. Hier haben wir einmal ein paar Bilder, oben links einmal das Fresh-Restaurant und rechts dann einmal das neue. Wesentlich mehr Farbe drin, es ist nicht mehr veraltet, sondern man hat auch hier eben auch nochmal das ganze Mobiliar zum Teil nochmal ausgetauscht. Genauso unten links in der Lobby, wie man sie sehen kann, sie war ja doch sehr veraltet, ne? Es war nicht mehr up to date, es war einfach nicht mehr schick. Und deswegen hat man hier rechts noch einfach mal nochmal einen unserer Künstler dazu geholt, die wir vorher schon für unsere Resorts engagiert haben und hat halt eben nochmal die Lobby in ein komplett anderes Licht gesetzt. Dann haben wir hier einmal oben links unser Luna-Restaurant und rechts dann einmal die neuere Version, ne? Wesentlich schicker, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade mit den Höhen, die sie dort eingebaut haben, mit diesen Buchten, wo man sitzen kann, wo man sich ja dann doch etwas privater fühlt, ne? Wo man nicht genau im Raum sitzt, hat man also auch nochmal eine Möglichkeit geschaffen, hier auch für Businessgäste eben auch nochmal abends eine kleine Möglichkeit zu finden, sich zusammenzusetzen, ohne dafür einen ganzen Raum mieten zu müssen. Unten links haben wir dann einmal den Coffee Shop, der natürlich auch, wie gesagt, in die Jahre gekommen war. Gerade die alten Ventilatoren, die von der Decke hängen, das ist so typisch karibisch. Und davon wollten wir halt auch wegkommen, sondern wir wollten dem halt allen einen neuen Anstrich verpassen. Und wie man rechts sehen kann, denke ich, ist uns das auch wirklich gut gelungen. Dann haben wir hier einmal unsere alten Bäder, wie man sehen kann, ne? Hier wurde natürlich auch nochmal nicht nur die Toiletten, sondern auch die Duschen erneuert. Ne? Man hat die Duschkabinen einfach nochmal ausgetauscht, hat jetzt Glaskabinen hingehauen. Heißt, man hat jetzt aber auch, wie man oben sehen kann, so eine kleine Regenwalddusche.
Und um euch nochmal einfach zu zeigen, wie das Resort jetzt so aussieht, habe ich hier nochmal ein Video für den Abschluss. Dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mein Webinar gelauscht habt. Keine Sorge, es ist noch nicht vorbei. Es folgen jetzt noch einmal unser 8-minütiges Video zur Einführung zu Playa Rewards. Bitte guckt es euch an, da werden alle eure Fragen beantwortet. Sollten dennoch welche sein oder ihr habt vorher noch dringende, schreibt sie mir jetzt in die F&A-Seite. Ansonsten schreibt mir gerne am Ende. Mein Name ist Björn Nadolski. Meine Adresse findet ihr einfach auf playarewards.de. Werde ich als euer BDM und Ansprechpartner aufgeführt. Ansonsten hier bis zu 25 € kriegt ihr pro Cashback wieder pro Seite. Insgesamt 7 Nächte müssen eure Gäste am Stück bei uns übernachten, damit ihr belohnt werden könnt. Und alles Weitere wird dann mein Kollege Björn euch denn jetzt nochmal erzählen. Ach Gott, das ist es. Wo war es denn jetzt? Es ist nicht drin. Er wird gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich muss einmal kurz die Freigabe unterbrechen. Es tut mir wahnsinnig leid, die Präsentation wurde also nicht vorbereitet. Einen Moment. Es geht sofort los. So, entschuldigen die Verspätung, jetzt geht es weiter.
So. Das war's dann auch. Ich hoffe, ihr wart alle zufrieden und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung und wünsche euch ansonsten einen schönen Tag mit lieben Grüßen von der Playa Hotels & Resorts. Auf Wiedersehen. Tschüss.